Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu XCOM Enemy Within mit dem Longwar Mod und natürlich mit mir, eurem Venter Crassus. Ja, ihr habt ja eine ganze Weile nichts mehr von XCOM bei mir auf dem Kanal gesehen und gehört. Das ist so ein bisschen meinem Leben, meinem Privatleben geschuldet. Ich bin ein bisschen in Action gewesen. Danach hatte ich etwas Zeit, wollte aufnehmen, hab dann festgestellt, mein Headset funktioniert nicht mehr. Warum? Ich habe es leider auf den Boden fallen lassen und naja, das ist dann etwas in seine Einzelteile zerfallen und habe mir dann erst längere Zeit kein neues besorgt, also damit auch kein Mikro zur Verfügung gehabt und. Sei es drum, es ist wieder soweit, es geht weiter. Ich freue mich drauf, ich hoffe, ihr habt auch Spaß dabei. Muss jetzt natürlich sagen, ich habe seit einem Monat keine Ahnung mehr, was wir hier bei XCOM tatsächlich gemacht haben. Oder wo es umging. Das letzte, woran ich mich erinnern kann, ist, dass wir uns vorbereiten wollten für die nächste Mission und ich glaube, es ging um Exalt. Exalt und das wollen wir jetzt mal angehen. Wir müssen, glaube ich, einfach nur die Truppe zusammenstellen. Ich werde es jetzt einfach mal blind losstarten. Ich habe keine Ahnung, was ich genau machen wollte. Also bla bla bla. Ja. Okay, nicht so wichtig. So, Truppe aufstellen. Was wir immer brauchen, ist ein Scout. 200 Punkte wird Deadbolt wohl nicht machen. Habe ich einen anderen Scout? Lady Grey. Lady Grey! Oh, Entschuldigung, bin ans Mikro gestoßen. Das Näschen hat gejuckt. Lady Grey, dich können wir ganz schnell mal ausrüsten. Mit einer Laserwaffe, mit einem Motion Tracker und Battle Scanner. Sehr schön. Die taktische Weste behältst du jetzt einfach mal. Auch wenn du dann bei einem Schuss tot umfällst. Einfach nicht treffen lassen. Das A und O bei der ganzen Geschichte. So, wir brauchen Leute. Einen Scout haben wir dabei. Ich hätte ganz gerne noch einen Medic. Wir können natürlich jetzt Joe mitholen, aber ich glaube, Joe kriegt erstmal noch ein bisschen Ruhephase. Ich möchte jetzt nicht die Top-Agenten rausschicken. Und hier haben wir jemanden, der mit etwas Glück die nächste Stufe erreicht. Also Waffe passt eigentlich schon. Hey, toll. Du bist schon perfekt ausgerüstet. Naja, was heißt perfekt? Auf jeden Fall vollständig ausgerüstet. Shilong hebe ich mir auch auf. Ich könnte fast sagen, die oberen sechs klammer ich schon mal aus. Obwohl, ich hätte ganz gern dieses Feature dabei. Soll ich Slim mit holen oder Organa? Leia. Leia kommt mit. Leia macht das. Leia bekommt jetzt aber auch dann das große Lasergewehr. Und ein Scope. Natürlich ein Scope. Leia braucht ein Scope, damit sie vernichten kann. Sniper. Habe ich nicht noch ein paar? Oh ja, Spectre. Langer Weg, aber sie muss es ja lernen. Sie muss es ja lernen und üben. Deshalb kriegt sie auch die entsprechende Ausrüstung dazu. So, mit 105 kann man noch mal was treffen. So zu einem Überfluss. Ein Engineer. ja, ich könnte die Rookies hier mal entsprechend heranziehen. Oh, meinst du? Anfänger dazu. Eine Laserwaffe, Flashbang kann raus. Dafür. Oh, eine Shem. Das ist natürlich schön. Schade, dass die Shem jetzt nicht hier in diesen. Durch dieses Grenadier verdoppelt wird. Ansonsten pfeifen wir auf Geschwindigkeit. Vielleicht reicht es ja aus, um doch noch einen Schuss zu überstehen. So, ein Assault hätte ich vielleicht noch gerne dabei. Und Android wird sich einfach perfekt anbieten. Mit 10 Punkten Erfahrungspunkte ist man dann ja schon quasi durch. Ah, unser Laserschrot-Ersatz-Dingen. Ich glaube, du kriegst die zweite Shem mitgebracht.
Medic haben wir. Smoke Grenade ist dabei. Ich glaube, dann hole ich noch einen Infanteristen. Und ich glaube, momentan hat mich der Größenwahn ein bisschen gepickt. Ich glaube, ich nehme noch einen ganz kleinen Rookie mit. Einfach nur, um die Leute hier mal von diesem Nullstand wegzukriegen. Jetzt geht's noch. Später wird es wesentlich schwieriger, die von diesem Stand wegzukriegen. Also, denke ich mir zumindest. Deshalb mache ich es lieber gleich. Solange ich noch kann. Okay. Ich glaube, eine Smoke Grenade ist gar nicht schlecht. Und eine HE. Einfach, weil ich nur so wenig Smoke Grenades dabei habe. Jetzt zwei. Und ich doch vorhabe, mich ein bisschen zu verstecken, wenn es denn sein muss. So, der Rest steht. Wir starten durch. Mal sehen, was die Welt uns bietet. Was für ein Gelände. Wie stark der Feind ist. Und was eigentlich genau zu tun ist. Auf nach Australien. Ah, jetzt weiß ich auch, wo wir die Mission gemacht hatten. Prima. Naja, wie gesagt, ich bin ja schon ein bisschen raus, seit einem Monat überhaupt nicht mehr reingeschaut. Von daher, ich hoffe, ihr verzeiht es mir, dass ich im Moment gar nicht so im Bilde bin, was ich habe und was ich nicht habe. Ich habe mich auch nicht vorher in der Basis umgeschaut und mal geschaut, was wir schon geforscht haben, was wir noch zu forschen hätten und. Dementsprechend unbedarft und ja, blauäugig laufe ich jetzt in diese Mission. The encoder is currently shielding our transmitter's position, but if Exalt manages to hack the encoder, they'll be able to locate the transmitter. If they hack both, any hope we had of recovering the data intact will be lost. Okay. We have a new objective. So, dann machen wir ganz obligatorisch hier unseren Battle Scanner an. Nein, nicht den Battle Scanner, den Motion Tracker. That's affirmative. Und schauen mal nach, wo der Feind ist. Oh, das ist gut. Da haben wir das erste Gerät. Das ist toll. Das ist für ihn unglaublich wichtig. Deshalb holen wir dich auch gleich mal hier rüber. Okay. Ich weiß nicht, ob ich da hinlaufen sollte, weil ich meine, er könnte bis dahin durch... Oh, das ist noch so eins. Noch? Er könnte bis hierher durchstarten. Aber ich weiß nicht, was hier vorne sitzt. Und das ist so das erste Zielgebiet der Feinde. Die werden sich mit aller Gewalt da hinstellen. Jetzt ist meine Überlegung, ihn muss ich hier an den Rand bringen. So oder so, das heißt ungefähr dahin. Hoffe ich, dass das in Ordnung ist, weil da kann ich hier nachher die Tür aufmachen, hier raushuschen, mich da verstecken, ohne direkt gesehen zu werden. Hier gehe ich auch jetzt mal nochmal eins vor. Okay. War natürlich jetzt Risiko. Wenn ich jetzt hier was aufmache, dann ist Lady Grey dran. So, Alex, Axel, ich glaube, dich hole ich später dran. Wir brauchen erstmal die großen Kanonen in Position, gute Position für Leia. Hatte ich nicht auch einen Sniper? Jawohl. Am Auto entlang ballern. Kiri, 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 klingt wie ein Käse. Okay, Kiri auf Position. Ja, das Problem ist, ich habe nicht so viel Position. Okay, Engineer mit der Shem, kommst nach vorne. Ja, ab durchs Fenster passt schon. Nee, ist nicht schlimm. Also durchs Fenster hüpfen ist nicht schlimm. Das gibt vielleicht ein paar kleine Schnitzer und Kratzer. Aber alles in allem muss ich meine Leute jetzt auch ein bisschen nach vorne peitschen. Warum? Ich muss... Ja, okay. Prima. Wir hören schon, wo der Feind ist. Das heißt, die Richtung ist sogar richtig. Aber ich muss die Leute da raushalten, also die Feinde. Und wenn ich kann, könnte ich sie natürlich alle so weit wie möglich auf Linie schieben. Falls sie das Ding da hinten nämlich hacken, sollte ich hier nämlich diesen Raum möglichst effizient verteidigen. Deshalb kann ich auch gleich mal meine Leute hier schon positionieren. Die haben dann ja ihre Aufgabe genau da drin. Ja, das war klar. Das war klar, dass ich jetzt dieses Ding nochmal stürmen muss und nicht verteidigen kann. Ganz klar. Exalt forces are in position to hack the encoder. If we don't secure that equipment, they'll be able to locate the transmitter.
Okay, eigentlich müsste ich hier für Sicht sorgen. Battlescanner habe ich dabei. Ich würde es gerne erstmal auf diese alte, traditionelle Weise versuchen. Ja. Nicht sehen ist ein bisschen doof. Ah, komm, einmal Licht an, bitte. Eyes open. Entscheidende Frage ist, wer kann jetzt was tun? Ich glaube, ich hole mal die Langreichweiten. Sehen, aber nicht schießen. Das ist schade, Lea. Nochmal eins vorhüpfen. Oder abwarten und. Ach, jetzt hier sehen wir noch nicht mal. Das ist aber ärgerlich. Hier hätte ich jetzt gehofft, dass wir irgendwie einen von denen sehen können, um ihn dann auszuschalten. Na, großartig. Aber ich glaube, wir sind weit genug weg. Ich hoffe es zumindest. Bitte, bitte. Okay. Sehr schön. Ich hätte ja auch zählen können. Na gut. Hier müssten wir allmählich vorrücken. Bringt das was? Ich könnte mich hier herstellen und einziehen. Ich glaube, das ist gar keine ganz schlechte Idee. Jetzt sehen wir auch. Aber schießen können wir noch nicht. Einzielen. Kiri, Kiri, Kiri. Nach vorne mit dir. Da ist noch alles sicher. Granaten. Aber wenn ich mich hier hinstelle, dann sehen die uns. Bin ich mir fast sicher. Android. Genau, Android kämpft sich zu der Tür vor. Weil von hier aus will ich dann nachher agieren. Leia, Overwatch, du kannst im Moment nichts machen. Excel. Hinter das Ding. Da ist auch eine Sprengung in der Tür. Interessant. Vorhin ist mir das gar nicht aufgefallen, dass wir da rausgucken können. So, dann sollten wir den Feind nicht sehen. Er uns auch nicht. Gut, wir kommen am Feind vorbei. Wir können uns hier schon mal in Position stellen. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Falls jetzt einer von den wagemutig hier reinläuft. Aber die werden hier mit aller Gewalt hacken. Ich hätte vielleicht doch ein Rocket hier mitholen sollen, aber ich. Ist mir jetzt so gar nicht im Kopf gewesen, dass ich das machen sollte. Oh, das wäre so schön, hier eine Rakete reinzuballern. Gut, soweit ich weiß, verfehlen meine Leute da gerne und treffen das Ding. Keinen von denen. Sie haben uns gesehen. Und es werden mehr. Jetzt wird's eklig. Und die sind auch noch genetisch verwandt. Nein, verbessert. Verbessert heißt es. Okay. Ich kann auf ihn schießen, weil den sehe ich gut. Kann Leia schon schießen? Ach, immer noch nicht. Gut, Leia muss vor. Wir müssen endlich in Schussreichweite kommen. Du kannst bis dato nichts machen. Okay. 80%. Gute Chance zum Treffen. Wäre natürlich ein toller Anfang. Wir würden nicht allzu viele von denen da hinten neu aufwecken. Glaube ich. Da er uns ja eh schon gesehen hatte, der Typ. Sehr schön. Kiri. Ja, Android. Auf Position. Noch machen wir keine Tür auf. Dann Overwatch. Kiri an den Tresen bitte. Ich könnte hier reinlaufen und dann eine Schem verteilen. Das ist, glaube ich. Ja.
Wir werden sich da trotzdem rausbewegen, aber ich kann hier zumindest ein bisschen die Leute raustreiben. Mit einer Schem. Hoffe ich, falls ich weit genug werfen kann. Im Ernst? Ach. Verhext. Trotzdem, Schem raus. Bisschen Ärger verbreiten. Einer ist erwischt. Die anderen müssen sich woanders hin bewegen. Ich glaube, hier gehe ich einfach nur auf Tauchstation. Weil noch ist es nicht ganz... Oder beziehungsweise Overwatch. Wir können ja ruhig ballern. Noch ist es nicht so ganz dringend, dass wir da das Teil abschalten. Hier kommt nochmal jemand in Position. Ebenfalls mit Overwatch. Und Leia geht mit Kopf runter erstmal in Deckung. So, verseucht. Den interessiert's nicht. Puh, jetzt wird's eklig. Holo-Targeting drauf, nicht gut. Noch jemand verseucht, sehr gut. Ach, kein Quatsch. Ah, nochmal gut gegangen. Ich glaube, die Deckung ist bald weg, wenn das so weitergeht. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass sie so viele Laserwaffen mit sich rumführen. Jetzt schon. Aber schön ist, dass sich gegenseitig erstmal alle hier in die Seuche schieben. Das ist ein guter Anfang. Hier können wir jetzt gleich mal mit Leia ein bisschen was machen. Ja, komm, ein Ziel, das du hast. Wir brauchen keinen Double Fire, wir brauchen einfach nur Treffer. Ja, 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 sehr schön. Ich glaube, hier machen wir auch nochmal die Tür auf, damit auch alle sehen, was da hinten sitzt. 1% ist nichts, das ist schade. Oh ja, hier sollte was gehen. 60% ist zu dünn, 75% ist machbar, es ist ein Sniper-Duell im Endeffekt. Sehr gut. Das heißt, er müsste sowieso näher kommen. Also er nicht, er hätte nicht näher kommen müssen, aber alle anderen hätten in sein Schussfeld laufen müssen, um ihm nahe zu sein und ihn zu töten. Das konnten wir jetzt mal umgehen. Ich habe hier leider kein Holo-Targeting. Hätte ich mal darauf achten sollen. Eine AP würde hier reichen. Und als Grenadier ist man dann natürlich prädestiniert. Ach, ich krieg nur ihn. Kiri kann nicht schießen. Das sind nur Schüsse in den hinteren Bereich. Auf den, der im Overwatch sitzt. Ich mach's jetzt einfach mal. Wunderbar. Und gleich wieder over. Oder beziehungsweise sollen wir hier hinten mal was in die Luft jagen? Wenn wir das Auto kaputt machen, kriegen wir auch die Leute, die da hinten dran in Deckung stehen. So ungefähr. Nye, nye, nye. Von hier aus können wir erstmal nichts machen. Wir könnten hier nach vorne stürmen. Und das Ganze umzingeln mit Run and Gun. Könnten wir hier dann auch nochmal einen wegpusten. Wenn jetzt kein anderer noch irgendwie wirken kann. Das sollten wir zuerst tun. Wen haben wir noch? Wir haben noch unseren... Ja, ich glaube hier ist es gar nicht so doof, wenn ich jetzt das Ding einfach abschalte. Die können uns erstmal da nichts tun.
Und ich könnte auf jeden Fall da hinten nochmal aggressiv vorstoßen. Ich glaube, das ist gar nicht schlecht. Einmal abschalten. Neue Position beziehen. Hier alles mal sichtbar machen, was hier rumkreucht und fleucht. Eine AP-Granate ordentlich ins Ziel bringen. Hier irgendwo rein, dass wir hier vorne einfach mal ein bisschen was platt machen. Jetzt würde man sich natürlich eine HE wünschen. Ich gebe es zu, eine HE wäre jetzt echt schnieke. Ja, ich glaube vier Leute treffen mit einer AP. Als Grenadier ist man da, glaube ich, relativ zufrieden, auch wenn man keinen Schaden macht. Hier kann ich auch schon mal in Position. Es schießt ja keiner auf uns. Und hier sollte ich vielleicht nochmal eine Granate schmeißen. Einfach nur, um das blöde Auto in die Luft zu jagen. Und vielleicht auch das andere nochmal mitzunehmen. Und nicht gerade unseren Computer da hinten in die Luft zu jagen. Obwohl der ist sowieso gleich hinüber. Das verdammte Teil geht nicht in die Luft. Ich versuch's nochmal. Exaltus hacked the encoder, Commander. By now they'll be shifting forces toward the transmitter's location. Strike One has to get moving. Gut, sie kommen. Ab jetzt kann ich verteidigen. Das heißt, ich muss verteidigen. Lädt nach. Kriegt die Seuche ab. Lädt nach. Ja. Nochmal Seuche abgekriegt. Sehr schön. Der hat die Seuche noch nicht. Lädt trotzdem nach. So. Los, Auto, geh hoch. Oder geht das auf der Hebebühne nicht kaputt? Hätte ich mal wissen sollen. Heads up, Commander. Exalt forces are moving into position near Strike One. Ah, hallo. Er ist ein bisschen nah. Er ist auch ein bisschen nah. Ah. Dankeschön. Danke, danke, danke. Irgendwann wurde es aber auch Zeit. Das nächste Auto brennt auch. Jetzt kann ich mich eigentlich quasi wieder komplett zurückziehen. Großartige Leistung. Und ich muss mir überlegen, wo ich jetzt mit wem angreife, um die Feinde reihenweise zu erschießen. Das Problem ist nicht so groß. Ich kann ja hier einfach oben mit dem Spion nochmal so einen Transmitter ausschalten. Werden wir erleben. Wir sehen das in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Und bis dahin, gute Nacht da draußen. Was immer ihr sein mögt.